Rhea geschehen würde. Ich habe gehört, dass der Baumeister des Orkans eine neue Waffe entwickelt. Eine neue Waffe? Das verheißt nichts Gutes. Er versucht, aus Achaea zu fliehen. Wenn er wirklich fliehen will, können wir ihn vielleicht überzeugen, uns zu helfen, den Orkan zu besiegen. Er nimmt an dem Schiffbausymposion im Amphitheater hier in Achaea teil. Ich kann sofort zum Amphitheater gehen. Es scheint eine Diskussion über einen Plan zu geben. Eine Geheimwaffe für den Orkan. Der Baumeister sollte mehr darüber wissen. Klingt nicht schwer. Ihre Parole lautet, ich bin Poseidons Günstling. Klar. Der Baumeister ist unter den Teilnehmern. Suche ihn auf. Diese Klinge bedeutet dir viel. Woher stammt sie? Ich habe sie selbst geschmiedet, aber für mich ist sie mehr als eine Klinge. Sie ist eine Entscheidung. Es ist schwer, so nah an ein Ziel heranzukommen. Das ist der Punkt. Was weißt du über den Orkan? Sie muss von Amorgus hier eingesetzt worden sein. Ich kenne den Orkan nicht wirklich, aber ich traue Amorgus alles zu. Es ging ihm immer nur um eine Sache. Dauerhaften Wohlstand für Persien. Koste es, was es wolle. Ich gehe gleich zum Amphitheater und suche den Baumeister. Der Baumeister ist hier. Aber ich weiß nicht genau, wer es ist. Sollte nicht so schwer sein. Die Parole lautet, ich bin Poseidons Günstling. Diesen Ort hat doch Dareios erwähnt. Ich spreche von der ehrwürdigen Geschichte des griechischen Schiffbaus. In diesem wunderbaren historischen Amphitheater im wohlhabenden Achaea halte ich es für angemessen, über jene uralte Kunst zu sinnieren, in der wir uns bei aller Bescheidenheit zu Meistern entwickelt haben. Wir, die Griechen sind es, die die Welt vom schlichten Einbau und der einfachen Papyrella Ich bin Poseidons Günstling. Klar. Und ich bin Heras Hure. Was? Was soll der Unfug? Scher dich fort! Ich versuche hier aufzupassen. Ich bin Poseidons... Trottel! Was? Du bist nicht sein Günstling, du bist sein Trottel. Ich konnte hören, wie du die Leute belästigt hast. Wer hat dir von mir erzählt? Zu deinem Glück schickten mich die Götter, um deine Probleme zu lösen. Ich habe gehört, du möchtest aus Achaea fliehen. Ah, ich weiß nichts von Göttern. Aber deine Spione scheinen recht gut informiert zu sein. Ja, recht gut. Wenn der Orkan dich geschickt hätte, wäre ich jetzt schon tot. Ich muss sie besiegen. Mit dieser Waffe, von der ich gehört habe. Der Odin der Chimäre. Meine größte Schöpfung, aber auch die, die ich am meisten bereue. Ich ging, bevor sie mich zwingen konnten, sie fertigzustellen. Ohne meine Hilfe wird sie nie so funktionieren wie geplant. Erzähl mir mehr über diese Geheimwaffe. Was macht sie? Sie soll feindliche Schiffe in ein Flammenmeer einhüllen. Und das funktioniert außerordentlich gut. Der Einbau ist das Knifflige. Beim kleinsten Fehler geht der Schuss nach hinten los. Auf fatale Weise. Du hast mit dem Orkan gearbeitet. Was kannst du mir erzählen? Sie ist ein skrupelloses, gefühlskaltes Geschöpf. Aber das Schaurigste an ihr ist ihr strategisches Genie. Du wirst kaum eine bessere Befehlshaberin finden. Du sagtest, du willst Achaea verlassen.
Hast du einen Plan? Der einzige Weg hinaus führt über den Orkan. Glaub mir, ich habe bereits alle Möglichkeiten ausgeschöpft. Das ist meine Frau. Und jetzt habe ich auch noch ihr Leben aufs Spiel gesetzt. Du riskierst viel, wenn du mir deine Geheimnisse anvertraust. Nein. Ich vertraue darauf, dass du den Orkan für mich vernichtest. Beschaffe dir die Pläne. Und ich kann den Odem der Chimera an deinem Schiff anbringen. Damit kannst du ihre gesamte Flotte vernichten. Ich muss diesen Fehler wieder gut machen. Wenn der Odem der Chimera so mächtig ist, wie du sagst, wäre er eine große Hilfe. Sobald ich mit deinem Schiff fertig bin, wird es die Skylla zermalmen. Also, wo finde ich die Pläne? Der Befehlshaber der Flotte des Orkans hat sie. Er nimmt an der Seeblockade teil. Während du fort bist, mache ich mich an die Arbeit. Die Pläne sind so kodiert, dass nur ich sie lesen kann. Selbst wenn wir sie haben, wird es eine Weile dauern. Ich treffe dich hier, wenn ich fertig bin. Gut. Ich frage mich, wie wir die Blockade durchbrechen wollen. Darum kümmere ich. Pläne für den Odem der Chimäre. Jetzt zurück zum Amphitheater.
seht, Männer, erst der entlaufene Baumeister und jetzt die Adlerfrau. Haben wir ein Glück heute. Als Glück würde ich das nicht bezeichnen. Oh, seht nur, wer sich rechtzeitig die Ehre gibt. Tötet sie beide. Für die Götter! Der Orkan ist gerissener und vorsichtiger als erwartet. Wir sollten die anderen warnen. Sie könnten auch in Gefahr sein. Ich lasse Barnabas einen Blick auf die Pläne werfen. Jedenfalls sollten wir hier nicht verweilen. Also zurück in die Schatten.